Wunderschönen guten Morgen, ihr Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr werdet ja schon im Titel gelesen haben, worum es so ungefähr geht. Meine Augen sind leicht geschminkt. Bevor es irgendjemanden auffällt, sage ich direkt, meine Augen sind leicht geschminkt. Hier unten ist so ein bisschen Eyeliner drauf. Das, warum ist egal. Das ist noch von gestern, er hat nicht richtig abbekommen. Und deswegen ist es jetzt noch drauf. Das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Scheiß drauf. Das ist es 20.000 Abonnenten Spezial. Ja, ich habe noch keine 20.000 Abonnenten, aber ich habe gerade das Produkt da, was sich eignet für ein 20.000 Abonnenten Spezial. Vielleicht lade ich das Video auch erst hoch, wenn ich 20.000 Abos habe. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt Durian Mochis. Wie gesagt, müsst ihr in dem Titel schon stehen. Ihr müsst ja schon lesen. Und was ist das? Also, Durian ist die sogenannte Stinkefrucht, für den europäischen Gaumen vor allem, oder für alle Gaumen, die ihn nicht kennen, die nicht damit aufgewachsen sind, eher merkwürdig sind. Wir haben hier auf dem Bild da rechts, das hier ist ein, na, das hier. Das hier ist die Durianfrucht. Für alle, die das nicht kennen, ich habe auch auf meinem Kanal schon ein, ich weiß nicht, ob ich es verlinke, vielleicht verlinke ich es. Habe ich auf meinem Kanal auch schon ein Video gemacht, ein Special quasi, wo ich die originale Durianfrucht gegessen habe. Sie hat zwar gestunken, also sie hat nicht so angenehm gerochen, so ein bisschen nach Mischung aus süß, süßlicher Mango, Zwiebel, knoblauchiges Aroma. Ich fand das aber geschmacklich nicht so schlimm. Sie hat eigentlich ganz gut geschmeckt, war eigentlich ganz okay, war halt ungewohnter Geschmack, aber okay, die Konsistenz war relativ schleimig. Naja, schleimig eigentlich nicht, eher so schmierig, also nicht ganz ins Schleimige gehen, aber schon so ein bisschen schmierig. Und war aber eigentlich okay, wie gesagt, hat ein Mango-Aroma und konnte man gut essen. War aber trotzdem nicht möglich, davon viel zu essen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, es soll sich um die Durian-Frucht an sich gehen. Und von diesen Durian gibt es halt, also es wird halt überall verarbeitet, im Eis, im Kuchen, in Süßigkeiten. Und es ist halt so ein kleiner Trend, denke ich mal, irgendwelche Durian-Sachen zu essen, weil das halt merkwürdig schmeckt. So, und ich habe hier aus einem asiatischen Laden habe ich mir Mochis geholt. Ich hatte, was sind Mochis? Erstmal, Mochis sind so diese Form außenrum, dieses Weiße wird aus Reis gemacht, aus so Klebereis. Ist eine Süßspeise im Normalfall. Ich weiß nicht, ob es auch Mochis mit Herzhafterfüllung gibt, aber ich kenne es nur als Süßspeise. Ich glaube, das klassische Mochi ist gefüllt mit einer Bohnenpaste, roter Bohnenpaste. Die habe ich auch gegessen, die waren sehr lecker mit roter Bohnenpaste. Da gab es aber auch noch Sesampaste, grüne Teepaste und noch mehr. Und da ich die Durian-Mochis gesehen habe, gedacht habe, oh Gott, die muss ich unbedingt mal probieren, habe ich sie mitgenommen. Und ich habe schon eins gegessen, so wie kann ich schon mal sagen, haben 2,35 € gekostet. Ich habe schon mal eins gegessen, hat total scheiße geschmeckt. Wie gesagt, die normale Durian-Frucht, die konnte man essen, also ich zumindestens. Aber verarbeitet in diesem Mochi war es wirklich super widerlich. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine komplette Mochi esse davon, ich glaube es nicht. Aber ich wollte es für euch mal probieren. Als ich es beim ersten Mal aufgemacht habe, ist es nochmal extra eingepackt in Folie. Als ich das erste Mal die Folie aufgemacht habe, hat es sehr gestunken. Also da war einfach das Aroma konserviert in der Folie. Und da hat es schon sehr krass gerochen. Jetzt habe ich die offene Seite reingeschoben, dass es halt ein bisschen weiter hinten ist und man nicht direkt so riecht. Aber es riecht auch nicht mehr sehr danach. Wie gesagt, es hat halt einfach ausgelüftet. So sieht das Ganze verpackt aus. Sieht auch schon sehr orange aus. Normalerweise ist es, wenn das nicht gerade mit Durian gefüllt ist, dann ist es heller, weißer, wie es halt auch hier auf dem Ding drauf ist. Und, also auf der Schachtel. Und wie man sieht, die haben so weißes Zeug oben drauf. Das ist, glaube ich, Reismehl, damit es nicht so klebt, weil es ist relativ klebrig. Die Konsistenz gefällt nicht jedem, das kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, ich finde die normalen Mochis sehr lecker. Habe sie bisher zuerst einmal gegessen. Aber mit der normalen Bohnenpaste war es sehr geil. Die Konsistenz ist halt sehr, sehr weich. Also ich hole jetzt mal eins raus, logischerweise. Und hier sieht man es auch schon, da klebt schon etwas. Die ist halt, das ist halt ultra weich. Also es ist eine ganz, ganz weiche Konsistenz. Vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich. Ich mache mal eins auf in der Mitte. Ich versuche es zumindest. Und dadurch, dass es riecht dann so. Es riecht halt unangenehm, es riecht halt schon stark nach dieser Durianfrucht. Also zwiebelig, knoblauchig, hat auch nicht mehr so viel von dem süßen Aroma. Aber es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie beim ersten Mal aufmachen, weil da war halt dieses ganze Aroma da drinnen konserviert. Jetzt ist es halt ausgelüftet und man kann nicht wirklich die Füllung erkennen. Das liegt daran, dass halt einfach außen diese Durian, dieses Mochi die Farbe angenommen hat von dem Durian, von der Durian-Füllung, die orange ist, deswegen sieht es fast alles gleich aus.
Ich versuche mal nur ein Stück von dem Mochi außen zu bekommen. Das geht halt noch, weil da die Durian-Füllung nicht zu schmecken ist. Das ist wieder lecker, aber hier, versuch's mal. Oh, jetzt war schon ein bisschen Geschmack drin. Versuch's mal zu fokussieren, Moment. Na? Da, seht ihr das? Dieses Zeug, was da raus quillt, das ist quasi die Füllung. Ich esse jetzt mal nur die Füllung, mach mal nur die Füllung raus. So, das ist jetzt nur Füllung. Ah, die riecht schon nicht unangenehm. Die riecht schon nicht angenehm, nicht unangenehm, nicht angenehm. Okay, war jetzt nicht so schlimm. Nehmen wir mal einen anständigen Biss. Also, es ist schon nicht so geil, aber ich muss echt zugeben, frisch aufgemacht. Frisch aufgemacht hat es viel schlimmer geschmeckt. Wirklich viel schlimmer geschmeckt. Krass. Ich bin echt überrascht. Jetzt ist das komplette Mochi auf, hätte ich nicht gedacht. Also als ich das erste Mochi frisch aufgemacht gegessen habe, da hatte ich wirklich zu kämpfen, das komplette Ding zu essen. Das ist ja echt nicht groß, wie man sieht. Aber da war es echt schwierig. Anscheinend war wirklich der Geruch einfach zu penetrant. Es schmeckt immer noch unangenehm. Ich würde es mir nie wieder kaufen, außer als Scherz für irgendjemand anderes oder so. Ich schmeckt nicht geil. Normalen Mochi sehr lecker. Die Mochis nicht mein Geschmack. Wer verrückt ist, muss es halt mal probieren, aber ich esse jetzt auf. Aber es ist echt nicht so geil. Ich würde sagen, es schmeckt insgesamt schlechter als die normale Durianfrucht. Aber ich probiere gerne neue Sachen aus. Zum Beispiel mag ich keinen Fenchel im Normalfall. Und gestern war ich in einem italienischen Restaurant, da gab es als Spezialität des Hauses frische Fenchelsuppe. Und ich wollte schon immer mal irgendwas Geiles aus Fenchel probieren, weil alle Sterneköche fahren auf Fenchel ab. Und ich hasse Fenchel eigentlich. Und ich dachte mir, da muss irgendwas dran sein. Das muss gut schmecken können. Das geht nicht anders, dass sie das so geil finden. Und ich habe gestern die Fenchelsuppe bestellt mit Parmesan und Olivenöl. Und die war sehr lecker. Deswegen würde ich auch jedes andere Durian-Produkt probieren. Durian-Eis, Durian-Kekse. Was kenne ich noch? Durian-Bonbons. Durian-Kuchen habe ich schon gesehen. Ja. Probiert's mal aus, wenn er rankommt. Wie gesagt, in irgendeinem asiatischen Laden gibt es das auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht die Durian-Mottis probiert, die müsst ihr ja nicht probieren, weil die werden euch. Ich wette mit euch, die schmecken euch nicht. Also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der hier zuschaut und dem die Durian-Mottis schmecken werden, weil die meisten von euch, die werden schon die normale Durian-Frucht nicht mögen. Aber wenn ihr an normale Mochis rankommt, mit süßer Füllung, mit der Bohnenpaste, die Bohnenpaste schmeckt auch nicht wie Bohnen. Wie gesagt, die machen häufiger Nachspeisen oder Süßspeisen aus Bohnenpaste. Das ist nichts Besonderes bei denen. Und das schmeckt gut. Also wenn ihr an die mit Bohnenpaste kommt oder mit irgendeiner anderen interessanten Füllung, Sesam, grüner Tee oder so, probiert sie. Es wird bestimmt gut schmecken, wenn ihr die Konsistenz mögt, weil die ist halt schon anders. Okay, jetzt wird's echt. Je mehr man davon isst, desto ekliger wird es auch mal sagen. Oh. Aber ich bleib dabei. Boah. Vor allem habe ich es auf nüchternen Magen gegessen. Ich hatte Hunger. Das war vielleicht nicht so die gute Idee. Ach, geh wieder rein. Ich steck nicht mehr rein. Das war vielleicht nicht so die gute Idee, das auf nüchternen Magen zu essen. Ich hatte das Gefühl, mir wird ein bisschen schlecht. Aber nach wie vor für alle, die. Geh doch mal wieder rein. Für alle, die die Videos geschaut haben, wo ich merkwürdige Sachen esse, das Schlimmste mit Abstand bisher war auf jeden Fall Soßströmming. Kann nicht empfehlen. Sehr merkwürdig. Ich habe mittlerweile schon zweimal gegessen, Soßströmming. Und zwar jedes Mal sehr salzig, sehr alt, fisch, stinkend, schmeckend, eklig. Nicht gut. Egal.
Ich freue mich trotzdem, dass ich das mal probieren konnte. Sehr interessant. Ich werde den Rest meinen Eltern mitnehmen, weil die haben nämlich auch die normale Durianfrucht noch gegessen. Mal gucken, ob die das mögen. Bin gespannt. Ich hoffe jetzt, der ganze Ton ist drauf. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Nochmal nehme ich es nicht auf. Ich meine, wenn ihr jetzt keinen Ton hat, dann hört ihr ja nicht, was ich gerade sage. Wenn ihr es hört, dann wisst ihr, dass ich es nicht nochmal aufnehmen würde. In diesem Sinne, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.